Hallo, mal wieder ein Video. Heute geht es um die Wanderkarre, die da drinnen steht. Da mache ich heute weiter und nehme euch einfach mal mit und bin da natürlich für Tipps und Tricks. Also ich habe noch zwei, drei knifflige Fragestellungen. Wer sich da auskennt, schreibt mir gerne die Lösung in die Kommentare oder eine Idee, zum Beispiel Antrieb von der Hubfunktion, Linearantrieb oder hydraulisch. Da habe ich jetzt Linearantrieb, glaube ich, ist relativ langsam. Aber wenn da einer eine Erfahrung hat, schreibt mir das gerne bitte in die Kommentare. Ja, für alle, die es noch nicht wissen oder vergessen haben, ich baue ja eine Spritze um als Wanderkarre, als Ersatz oder als Ersatz von meinem Apilift. Da habe ich mir vor Weihnachten ja hier dieses Modell zugelegt. Das war eine Solo Minor. Habe da jetzt diesen ganzen Spritzeaufbau entfernt. Und jetzt im ersten Schritt gilt es einfach einen Elektromotor da einzubauen. Einfach diese Motorhalterung zu schweißen, dass dieser Elektromotor da drin sitzt. Das ist ein 1000 Watt Motor, also relativ kräftiger Motor. Elektrisch eigentlich darum, weil ich das möglichst leise haben möchte. Wie gesagt, einfach auch keinen Benzingeruch, keinen Abgasgeruch habe. Habe dann einen Akku, habe diesen Motor, habe meine Beleuchtung dran. Und auch diesen Antrieb von diesem Hubgestell oder dem Hubgerüst, wo ich da noch hinbauen soll, soll auch elektrisch funktionieren. Also hier sehen wir gerade, wie ich mir diese Motorhalterung zusammenschweiß. Einfach zwei Bleche. Und wie gesagt, das Ganze elektrisch. Jetzt einfach mal grob alles zusammen, damit man weiß, funktioniert dieser Antrieb so mit dieser Geschwindigkeit. Ich meine, ich habe sowas auch noch nie gemacht. Und dann kommt alles wieder auseinander und dann baut man das auch in schön. Auch mit dem Lenkholm muss man sich nochmal überlegen, wie man das dann letztendlich macht. So, soweit sind wir jetzt. Also wie ihr seht, die ehemalige Spritze ist komplett der Aufbau abgebaut. Hier haben wir jetzt das ein Zahnrad aufgeflanscht. Der Elektromotor ist hier provisorisch mal montiert. Jetzt schließe ich einfach hier die Elektrik an. Das ist relativ einfach. Es gibt diesen Controller. Es gibt einen Umschalter vorwärts-rückwärts. Also eine H-Schaltung ist das praktisch für alle, die sich auskennen. Und ich habe noch einen Gasdrehgriff. Die schließe ich mir jetzt mal provisorisch an. Dann will ich damit fahren. Also einfach mal schauen, passt so die Übersetzung, ne? Kriege ich die richtige Geschwindigkeit beisammen. Und wenn das alles funktioniert, kommt im Prinzip diese Hubsache dazu. Dann bauen wir alles wieder auseinander. Und dann wird es mal noch lackiert. Ne? Und vielleicht auch fertig geschweißt. Ja, also ein bisschen Arbeit ist noch. Ich mache das immer so, eins nach dem anderen, wie ich halt gerade Zeit habe. Da mal eine halbe Stunde, da mal eine Stunde, mal wie das halt passt. Und nehme nach Möglichkeit auch die Kamera mit. Wir schauen weiter einfach. So, jetzt haben wir hier den Gasdrehgriff. Und den Controller. Jetzt brauche ich hier, haben wir schwarz-rot-grün, einwandfrei. Da passt jetzt halt der Stecker nicht, muss ich abschneiden, zusammenlöten. Das war wohl klar. Schön ist auch, dass wir neben der chinesischen Bezeichnung auch eine englische haben. Weil ich habe ja schon öfter so, also mein Elektrofahrrad zum Beispiel gebaut oder auch meinen Stockwagen. Verlinke ich euch auch ein Video. Da ist halt oft so, man hat oft nur diese chinesische Bezeichnung und dann hast du halt echt ein Problem, weil du kannst es ja nicht mal groß googeln. Ne? Also ich weiß nicht, wie man chinesische Schriftzeichen bei Google eingibt.
Ja, dann muss man halt probieren, messen. Kostet viel Zeit und insofern ist eine ordentliche Beschriftung sehr viel wert. Und da gucke ich auch drauf, dass ich für die Teile, die ich bestelle, immer eine Beschriftung habe. Weil da hatte ich am Anfang wirklich den Fehler gemacht, dass ich halt super günstig bestellt habe und dann entweder nur eine chinesische Beschriftung hatte oder gar keine. Und dann zahle ich lieber 1,50 € mehr, weil arg viel mehr ist es meistens nicht. Und habe eine schöne Dokumentation, eine schöne Beschriftung. Ja, jetzt würde ich das mal zusammen. Also vom Prinzip ist es ja so, man hat Plus Minus und man hat ein Signalkabel. Ein Plus Minus ein Signalkabel und hier ist noch ein viertes Kabel. Das ist eben einfach hier für diese Spannungsanzeige. Die drei Kabel kommen an den Controller, der kriegt einfach nachher bei mir in dem Fall 36 Volt, weil ich habe einfach eine 36 Volt Version mich entschieden, ne? Aus verschiedenen Gründen. Jetzt machen wir hier gleich mal ein bisschen Schrumpfschlauch hin. Ich meine, ich werde es wahrscheinlich nochmal überarbeiten müssen, das Kabel verlängern später, aber jetzt will ich erst mal schauen, dass das überhaupt funktioniert, dass die Übersetzung passt und dann machen wir später die Feinheiten einfach. Ja. Dann haben wir das nämlich im Griff, dass das auch alles tut, bevor wir da groß in Details einsteigen. Hey, schwarz. Ist auch ein Glück, dass die Farben passen. Es muss nicht immer sein, dass die Farben stimmen. Das ist halt immer so eine Sache bei so bisschen günstigeren China-Teilen. Aber man muss auch sagen, ich habe auch festgestellt, mittlerweile viele Teile bekommst du in Deutschland gar nicht mehr. Meine, ich bin für die Suche, bin ich noch auch für den Hubantrieb, das würde ich auch gerne elektrisch machen. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, hydraulisch oder rein elektrisch. Würde ich eigentlich ganz gerne wirklich auch elektrisch machen, mit so einer Hubspindel, so einem Linearantrieb. Aber unheimlich schwierig, da was Passendes zu finden, weil die alle relativ lang sind. So, dann haben wir hier mal jetzt den Controller dran, den Gasgriff dran. Und jetzt brauchen wir noch den Motor. Der Motor kommt hier an das Gelb-Schwarze hin, muss auch gelötet werden. Und dann brauchen wir noch natürlich eine Stromversorgung. Und dann sollte das funktionieren. So, dann löten wir jetzt hier noch den Anschluss für meinen Akku ran. Mit dem Akku nicht so der Renner, diese Abisolierzange. Naja, Akku mache ich, das werde ich mit dem Fahrradakku machen. Ein 36 Volt Akku. Einfach 36 Volt, weil den habe ich auch an meinem Fahrrad. Und dann habe ich da schon zwei Akkus, die gleiche sind. Ne? Was will man da verschiedene Systeme jetzt wieder anfangen? Also ich werde auch, wenn ich wahrscheinlich das nächste baue, was ich irgendwann mal bestimmt machen werde, auch bei 36 Volt bleiben, weil dann kann ich einfach diese Akkus. So, jetzt haben wir den Batterieanschluss hier. Noch schön schrumpfen. Feuerzeug war schon mal besser. So, dann wollen wir jetzt noch den Motor anlöten. Der Motor kommt ja hier hin und alles andere brauchen wir nicht. Ne? Hier haben wir, weiß nicht, Indikator, Ladeanschluss, den brauche ich nicht, weil ich ja direkt meine Akku einstecke. Bremsunterbrechung, also wenn man einen Bremshebel zieht oder ein Bremspedal drückt, dass halt der Antrieb abschaltet. Den Turbo-Modus brauche ich, glaube ich, nicht. Bremslicht brauche ich sowieso nicht. Was haben wir hier noch? Nochmal Bremslicht. Ne, hatte ich das? Ja, was weiß ich. Auf jeden Fall alles Anschlüsse, die kann ich auf die Seite nehmen. Die brauche ich nicht.
Vielleicht hole ich mir von diesem Ladeanschluss, das muss ich mal messen, ob da Strom drauf ist, diese 36 Volt noch für meine Anzeige Akkustand. Wobei das auch wieder der Akku nochmal extra hat, aber hier hätten wir es halt direkt am Gasgriff und wird es einfach sauber sehen. Aber jetzt zieht man einfach das hier noch ab. Nicht so die optimale, wie gesagt, bin ich nicht so glücklich. Habe ich mal gekauft, weil es die war, die am schnellsten kam, weil ich meine, normal habe ich so eine manuelle, mit der bin ich viel glücklicher, nicht gefunden habe. Das ist halt manchmal, ne? Weil ich dachte, ich hätte die irgendwo liegen lassen. Und da habe ich mir die gekauft, aber wie gesagt, da bin ich nicht zufrieden. So, dann müssen wir jetzt mal den Motor irgendwie daran tüteln. So, der Motor. Hier, der kommt jetzt auch wieder abgeschnitten. Abisoliert. So, machen wir das hier mit meiner geliebten Zange, allseits bewährt seit, was weiß ich, 30 Jahren. Sudele. Bisschen Stoff hin. Schieben wir die weit nach hinten, dass die ja nicht schrumpfen vom Löten, weil das wird jetzt ein bisschen schwierig zu löten sein. Das muss ich nachher sowieso nochmal aufschneiden, weil da muss ja noch mein Rechts-Links-Umschalter reinkommen. Aber jetzt machen wir das mal so zusammen, wie gesagt, um die ganze Sache mal anzutesten. Eigentlich gibt es da auch eine dritte Hand dafür. Habe ich natürlich auch, aber habe ich nicht hier. Insofern tüdeln wir das irgendwie so zusammen. Schon mal provisorisch. Dass wir hier mal zu einem Versuch kommen, ob das ganze System funktioniert. Hier drauf. So. Schrauben waren noch nicht schlecht. Wo sind die alle hingekommen? Schrauben wir das hier mal. Alles mal provisorisch fest. Ne? Wird schon irgendwie. Wie funktioniert? Und dann kommen wir da bestimmt mal zu dem ersten Versuch. Erst lebt es, ich habe ja hier die Kette ja auch noch nicht ganz drin. So, jetzt haben wir hier den Akku. Jetzt müssen wir halt hier aufpassen, dass wir Plus und Minus richtig rum rein machen. Also Plus ist hier. So.
legen wir den mal hier drauf. Dann den Schlüssel rum. Ich hole die Ladeseite, dann drehen wir das um. Dann schalten wir es an. Dann legen wir das hier mal drauf. Ist der jetzt auf? On. Und dann machen wir einen kleinen Test. Ich weiß nicht, ob es auf der Kamera drauf ist, aber ja, war ja drauf. Hat man ja gerade gesehen, der erste Test. Die Karre läuft schon mal, ne? Dann schauen wir uns das jetzt. Uiuiui. Müssen wir ein bisschen spannen noch. Ne? Ja, dann lassen wir sie. Hol ich ein Brett. Und dann machen wir mal ein. Es ist ja so, Improvisation ist alles. Ja, nicht zum ersten Mal, dass bei mir bei der Improvisation was kaputt geht. Ja, jetzt machen wir mal den Gang rein und dann gucken wir mal. Ist wohl kein Gang drin. Schon mal schlecht. Oh. So, ein bisschen hier der Wolke vielleicht. Jetzt haben wir einen Gang drin. So, also ihr habt gesehen, Fahrantrieb funktioniert schon mal mehr oder weniger. Ich muss mir jetzt hier noch was überlegen, dass die Kette nicht runterspringt oder nicht dauernd runterspringt. Wenn da einer von euch eine Idee hat, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber insoweit sieht man mal, das funktioniert. Das gibt es noch zu lösen, und aber so prinzipiell, wie gesagt, technisch bin ich gerade wirklich noch am überlegen, mache ich das mit einem Linearantrieb, mit einem Spindelantrieb, praktisch wie so ein Stapler, so ein Gestell, oder doch hydraulisch, mit so einem Hydraulikaggregat, wie es auch Pkw-Anhängerkipper haben zum Beispiel. Da bin ich mir noch nicht sicher, das ist noch eine Herausforderung, aber da würde ich mich auch freuen, wenn ihr einfach euch ein paar, die sich auskennen oder eine Idee haben, einfach ein paar Kommentare in dem Video hinterlasst. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß, hoffe eurem Bienen geht's gut. Wir haben ja gerade draußen so 15 Grad, die Fliegen bringen Pollen, Haselnuss blüht. Ja, so ist halt, ne? Also viel Spaß, ciao.